Ich habe mein erstes Geld habe ich verdient mit 11, indem ich Schmuck gemacht habe. So Hippie-Schmuck. Und zwar aus alten Cola- und Fanta-Dosen. Und dann habe ich gesehen, ey, das ist eigentlich ganz cool. Also die Dosen, da stehen ganz kleine Coca-Cola drauf, so drauf gedruckt und so. Jetzt probiere ich mal mit denen ein paar Sachen aus. Und dann habe ich, da gab es eine Alu, mein Vater hatte so eine Alu-Schere, extra für Alu, Aluminium. Dann habe ich da rumgebastelt, gemacht. Ich saß auch manchmal wirklich Stunden, nächtelang in der Garage und habe Sachen rumgebastelt, gelötet und so weiter und so fort. Und dann habe ich daraus Ohrringe gebastelt. Dann hatte ich eine riesen Kollektion. Und dann bin ich in die Schule damit. Ich dachte so, okay, wie willst du die Dinge jetzt los? Ganz einfach. Suchst du die hipsten zwei Mädels, die schönsten zwei Mädels, die immer die coolsten Sachen haben und alle auf die schauen und sagen, wenn die das haben, dann ist das auch okay. Dann bin ich zu denen hin und habe gesagt, hey, ich schenke euch jeweils so ein paar Ohrringe. Und die fanden es super geil. Die haben das angezogen und dann ging es noch so. Ich konnte gar nicht liefern. Ich wurde in der Schweiz geboren, war aber 2 Jahre lang bei meiner Tante, weil meine Mutter auch gearbeitet hat, und kam dann in dem Jahr von 2 oder 3 Jahren halt in die Schweiz dann auch. In der Zeit war ich so ein halbklassisches Schlüsselkind, meine Mutter und Vater arbeiten, und ich war so halbtags bei so Pflegeeltern. Es war erstmal die Familie Brunner, die hatten 5 Kinder, 4 Jungs und ein Mädel, und die Jungs waren halt also sehr viel älter. Das hat mir auch sehr gut getan eigentlich mit denen, weil das war eine sehr progressive, sehr laute Familie, sehr gesellig, sehr, sehr lustige Familie. Die Jungs waren natürlich alle super frech und super absolut crazy drauf. Und ich war halt der kleine Knopf so, und ich musste halt überall mitgehen, und ich war halt das Testobjekt auch bei vielen Sachen. Ich hatte nicht unbedingt einen großen Kontakt zum türkischen Umfeld und war eigentlich halt sehr früh halt schon sehr stark integriert. Was ich eigentlich, ja, es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich eigentlich froh bin. Weil mein Umfeld war halt sehr geprägt von Schweizer Familien, Schweizer Kindern, weil zu der Zeit gab es nicht viele Ausländer auch. Darum habe ich auch nie wirklich dieses Ausländer-Schweizer-Ding gespürt. Ich wusste schon, wir sind nicht aus der Schweiz, aber es hat mich nie groß belastet. Ich habe jetzt keine irgendwelche gruseligen Stories von Piesacken oder irgendwie, dass ich gequält wurde oder so, überhaupt nicht. Ich war eigentlich eher so, ich war sehr beliebt. Was mich halt eigentlich die ganzen Teenage-Zeit, das Teenage-Alter bis jetzt, sage ich mal, 20, 30 mitbegleitet hat, war halt die Subkultur Hip-Hop und das Skateboarding und das Snowboarding. Und das war halt in den Jahren halt das Wichtigste so. Und da war ich oder bin ich halt oder zähle ich halt noch zu diesen Zahnrädern, die halt in der Schweiz was bewegt haben in dieser Szene. Ich habe sehr viel irgendwie Partys organisiert und Ausstellungen und alles Mögliche. Ich habe so ein Magazin ins Leben gerufen, was dann später immer größer wurde, dann nach Deutschland ging. Diese Zeit in Luzern war wirklich sehr spannend, sehr kreativ, sehr viel gelernt fürs Leben. In allen Punkten. Und ich habe dann immer gemerkt, so, ich bin nicht der Typ, der sich jetzt anstellen lässt. Ich versuche es jetzt aber mal auf meine eigenen Beine. So. Ich habe mich mit 19, 20 selbstständig gemacht. Und natürlich auch noch ein Thema zu Hause. Ja, wir sind Ausländer, du musst einen normalen Job haben. Und ich so, ey, was hat das damit zu tun? Ich mache doch, was ich Bock habe. Die Ferien waren natürlich klassisch, so dass man in die Türkei gefahren ist. In der Türkei warst du dann halt immer der Ausländer. Also du warst quasi dann, du warst in der Schweiz der Ausländer und da warst du auch der Ausländer. Und in der Schweiz hast du halt als Ausländer das meiste, was du gespürt hast, war halt schon diese ganzen Behördengeschichte. Also du musst halt diesen C-Ausweis verlängern, wenn du irgendwie damals halt, wenn du gabst dieses Schengen-Abkommen noch nicht, wenn du nach Spanien wolltest, musst du ein Visum haben und da. Und da merkst du dann halt schon, dass du da im goldenen Käfig drin sitzt. Und Urlaub war halt immer wirklich so spannend und sehr, sehr unterhaltsam. Einerseits hast du dich gefreut und andererseits war es auch ein bisschen komisch. Das ist deine Heimat, aber du warst eigentlich fremd da. Ein Stück weit warst du fremd. Die haben dich auch so behandelt. Das Auto war ja voll mit Geschenken eigentlich.
Also da war ein bisschen Kleider von uns und der Rest war ja nur... Und du hast ja damals alles hergeschleppt. Die Leute haben irgendwie alles Mögliche von Deutschland gekauft und hergebracht, so, damit die... Also angefangen vom Fernseher bis zum Wasserkocher, alles. Ich meine, heutzutage du kriegst du ja alles hier, aber es gibt immer noch Familien, die das genauso machen. Dieses stetige Kommen und Gehen, das ist eigentlich jetzt so seit ungefähr 2008. Also ich arbeite beiden Orten gerne, aber ich habe mich daran gewöhnt, dieses Hin und Her. Ich mag das ja auch. Meine, ich weiß, wie die Leute mittlerweile funktionieren. Man kann nicht die Schweizer Standards hier durchbringen. Hier sind wir natürlich ein Familienbetrieb, weil Umut ist mein Schwager. Meine Schwester ist auch so teils eingebunden. Aber wir funktionieren da nicht so wie so ein Familienbetrieb, sondern es ist vorteilhaft, dass es so ist. So. Ist natürlich für mich zum Schlafen, wenn ich in der Schweiz bin, schon einfacher, wenn du weißt, dass es deine Leute da sind. So. Sonst ist es echt schwierig. Also mit irgendwelchen Kumpels das zu machen, auch egal wie nah es ist, es kann funktionieren, aber in der also überwiegend ist es echt schwierig, dass es funktioniert. So. In der Schweiz ist es kein Problem. Ja, es ist natürlich super, so mit der Familie das aufzubauen. Hast du halt totales Vertrauen und kannst du easy mal einen Monat nicht hingehen und alles hier über. Also ich habe heute mit dem ganzen Team geskypt. Für mich ist es schon wichtig, dass ich beide Kulturen halt mit denen aufgewachsen bin. Und dadurch kann ich auch transportieren und übersetzen und bin so Puffer. Mein eigener Plan ist eigentlich schon in der Zukunft mehr halt im Bereich Kunst zu arbeiten und weniger im Dienstleistungsbereich. Ja, jetzt fällt es mir auch auf. So. Ich habe eben ja irgendwie alles, was mich interessiert hatte, irgendwie war immer irgendwie anders.